Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Am Anfang dachte ich, es hört sich an wie dschungelmäßig, denn dort finden wir Schlangen. Und es gibt nur eine sehr berühmte Schlange, die aus der fünften Generation stammt. Und zwar sogar eine der Starter, Seraphie Royal. Erst hat es so kleine Ärmchen gehabt und dann Füßchen ohne Arme und dann war sie eine reine Schlange ohne irgendwas. Ja, heute spiele ich mal das Seraphie Royal Deck mit Walband und Muskelband zusammen. Es ist ja sau stark, wenn man einrollen und dann schlitzender Schlag benutzt, ist das schon schon ziemlich krass. Ja. Mal schauen, wie sich das Ganze verläuft. Wir haben Wald der großen Gewächse, Revitalisierer und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, jemand hat mir das Deck auch gegeben. Ich habe es ein bisschen umbearbeitet. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, falls derjenige sich daran erinnert. Kann er gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde sagen, wir legen los. Nochmal das Ganze speichern. Ein sehr von der Name Serpi und durch die Muskelband ist es erweitert nur. Ich muss mal gleich gucken, ob ich das einfach gleich mal umtausche. Machen aber jetzt erstmal eine Runde im erweiterten Modus. Und ich bin sehr gespannt. Gegen Hexproof. Wir begrüßen ihn und wir haben den Münzwurf gewonnen und bekommen schon mal ein Seferoir auf der Hand, was uns jetzt gerade nichts bringt. So. Sehr viel Feuer, okay. Wir haben schon mal Wald. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, ich kann sofort entwickeln. Wir haben einen Tauros. Der ist natürlich unschön. Ich würde sagen, ich guck mal, was ich bekomme. Ich würde sagen, erstmal ein Hyperball. Dann packe ich Wald raus. Paralysiere ihn. Hoffe ich. So, ja. Sehr schön, er kann schon mal nicht angreifen. Dann spiele ich Hyperball. Spiele das. Und hol mir ein Shaman, Karten zu ziehen. So. 5 Karten ziehen. Okay, kriegen Walband. Ich würde sagen, ich lege ein Walband an. Und in erst danach. Ich darf noch nicht angreifen. Also jetzt schon mal 50 Schaden zufügen. Und er kann durch die Paralyse ja nichts machen. One-Hitten werde ich ihn wahrscheinlich nicht. Aber er könnte mich natürlich mit der GX-Attacke One-Hitten. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, was der Gegner spielt und was ich bekomme. Ich hoffe ein Seraphifeu, damit ich ihn Ephoselb nochmal spielen darf. Er hat Ponytox. Walband, okay.
Wollte ich an Ondra Tytox. Ja, dieses Deponitox ist schon mega stark. Also ich habe hier schon einen sehr, sehr, sehr starken Gegner. Für jede Itemkarte auf meinen Friedhof macht Müll. Die Mülllawine 20 Schadenspunkte. Der Itemkarte, okay, das heißt, der Schützer gilt nicht. Also ich habe jetzt 2. Ich Muskelband. Warte mal, das ist nur eine Energie, ne? Ich will trotzdem mal einen. Ahaha. Die sind natürlich jetzt unschön. Okay, wir machen. Folgende. Platon würde ich gerne noch behalten, also nehme ich Flordelis und Wald. Ich hole mir jetzt ein Café Royal. Greife aber noch nicht mit den 80 Schaden an, sondern nur mit den Einrollen. Damit ich auf jeden Fall das Taurus im nächsten Zug besiegen kann. So, wir ziehen aber noch. Bekommen gerade nur Müll. Wirklich nur Müll, was mir jetzt gerade nichts bringt. 1, 2, 3. Schaden, aber das One-Hittet mich auf jeden Fall mit der GX-Attacke. Ich bezweifle, dass er sein Taurus opfert. Er wird wahrscheinlich jetzt Doppelfarblose haben und ja. Sieht schlecht für mich aus. Weil ich einfach keine Pokémon kriege, um irgendwas aufzubauen. Holt schon mal Mülllawine, ja. So, wenn ich jetzt einen Flordelis ziehen würde oder einen Kampfhahn. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ob ich einen Kampfhahn da drin habe. Aber sollte ich, hoffentlich. Das wäre jetzt mega krass. Okay. Er kann schon mal keine Energie an Taurus anlegen. Spielt N. Ist gar nicht mal so verkehrt für mich auch. Bitte Flordelis, Kampffahnder. Yes! Kampffahnder. Dann hole ich mir schon mal das Deponitox. Oh! Oh, warte mal, ich habe 1, 2, 3 nur. Das tut gerade nicht so weh. Okay, 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 okay. Ich könnte Platan spielen, aber dann habe ich zu viel. Ich würde sagen, ich spiele jetzt erstmal nichts, werde trotzdem jetzt aber Energie an einen Shaman anlegen. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Ja, wir werden jetzt erstmal Glückner Schlag benutzen und das sollte One-Shotten. Und ja. Schauen wir mal. Ich hoffe, er legt jetzt Energie an das Taurus an. Ich
Yes. Blüht nochmal N. Okay, jetzt brauche ich nochmal Kampffahnder. Oder Flordelis. Ärgerlich. Ärgerlich. Kampfer. Rückzugskosten. Die Extra-Attacke brauchst du gar nicht. Wasserei wird sogar, glaube ich, ausreichen. Ich hab einfach nichts Gutes. Nicht, gar nicht. Ich opfer ein Shaman. Boah, ich opfer das Shaman. Aber das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut, ey. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Mal gucken, ob er die GX-Attacke einsetzt. Aber ich glaube, bei 100... 20 reicht Raserei auf jeden Fall aus. Ich hoffe, ich krieg die Paralyse. Wenn nicht, dann ist das Duell gleich schon vorbei. Hm. Okay. Ja, es bringt mir alles nix. Es bringt alles nix. Kann nicht entwickeln, gar nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, wenn ich da jetzt Muskelband anlege, bringt mir das gerade gar nichts. Also, ich kann hier nichts machen. Ohne Wald kann ich nicht entwickeln. Also gut gespielt. Also ich glaube, dass ich jetzt hier echt Pech habe. Ich komme hier nicht zum Zuge mehr. Der Feral Elfersor bringt mir gerade gar nichts auf der Hand. Ich kann hier nichts entwickeln. Jetzt switcht er aus, um Mülllawine zu benutzen. Okay, so, jetzt kommt die Raserei. Was ziehe ich? Kampffahnder. Ich hab ein N. Okay, wir entwickeln trotzdem und spiele N. Paralyse. N. Er kriegt zwei Karten.
bitte. Bitte, 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 lass mich was Gutes ziehen. Das ist gut. Das ist gut. Bald. Einmal Seffel Royal. Immerhin 4 Karten nochmal ziehen. Okay, dann Zephy Foy. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Das ist viel. Das ist sau viel. Deswegen würde ich sagen, das Spielband lasse ich. Ich werde Blitzender Schlag benutzen. Ich werde das Muskelband an dieses Seffi benutzen. Und will ich Brief? Vielleicht in der nächsten Runde und dann hoffe ich, dass ich trotz ein Sephiroth-Verlust vielleicht noch ein Ephosep kriege. So, das müsste eigentlich jetzt besiegen, oder? Wildtreffer müsst, also das sind 140 Schaden. Das habe ich auf jeden Fall gespielt. Eine Paralyse. Könnte mir doch noch helfen. Aber trotzdem N. Interessant. Geht nicht auf den Mülltreffer? Doch, er geht auf den Mülltreffer. Er wollte nur eine Karte ziehen. Spielt Kukui. Klar. So, jetzt braucht er nur noch das besiegen und dann hat er auch gewonnen. Leg eine Energie und hoffe, dass ich mit Platan alles ziehe, was ich brauche. Nicht ganz. Aber gut, wir haben eine doppelte Chance. So. Einmal bitte paralysieren. Einmal bitte paralysieren. Yes! So, einmal paralysiert. Oh, dann, Krankenhieb. Er kann jetzt nichts machen, außer er hat natürlich Heilung. Wenn nicht, dann hole ich mir auf jeden Fall einen Hyperball. Und besiege das Depot. Gastella. Platan. Gut, das heißt, er kann schon mal keine Dame spielen, aber er könnte noch ein maximaler Sada haben. Er kann nicht austauschen. Oder er benutzt Switch. Oder benutzt Switch. Das geht natürlich auch. Jetzt bräuchte ich sehr für Royal oder was anderes. Ist nicht
tatsächlich das, was ich brauche. Ach, Manno! Ich hätte ein Dingsbums haben gebraucht. Hier so einen noch. Ich habe noch einen dritten drin. Ich hab noch einen Kampffahren, oder? Weiß ich nicht. Okay, der hat Shit! Egal, was ich mache. Er switcht aus und hat gewonnen. Gut gespielt. Also, ich habe verloren. Blodelis bringt nichts. Diese Stadionkarte, die muss ich wegkriegen. Aber, ja, Einrutschungskosten, das war's. Egal, was ich mache, ich kann nicht gewinnen. Kann zwar das Gift neutralisieren, kann zwar jetzt noch das Castella eventuell noch besiegen, aber das Deponitox werde ich nicht los. Und das wird mich jetzt auf jeden Fall, weil zu viele Itemkarten auf meinem Friedhof ist, erledigen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als aufzugeben. Ich sehe keine Möglichkeit noch zu gewinnen. Die einzige Möglichkeit war gewesen, aber durch den Zug des Gegners hat er mich in der Hand gehabt. Also, es gibt nichts, was mir jetzt noch geholfen hätte. Tausch ist abgeschlossen. Guck ich gleich mal, was es ist. Ja, ich hatte noch einen Revitalisierer gehabt. Mit einem goldenen Kampffahren da. Aber wie gesagt, das alles hätte nichts mehr gebracht. Ich hätte einen Revitalisierer gebraucht. Weil ich den nicht gezogen habe durch Trainerpost, konnte ich Flordelis nicht mal einsetzen. Also das war dann auch schon mal was für ein Arsch. Platan bringt mir nichts. Dann in dem Fall. Ich habe hier keinen Pokémon-Fänger drin. Also war ich tatsächlich Game over. Er kann durch die Stadionkarte zurückziehen. Und wenn ich halt trotzdem noch einen Wald bekommen hätte, hätte er trotzdem mit einer Energie Rückzugskosten zurückziehen können. Und damit wäre das Duell so oder so vorbei. Egal wie rum ich es drehe, es wäre verloren gewesen. Wenn mir jetzt einer was anderes sagt, ich habe keine Ahnung, wie er das noch drehen möchte. Ich habe keinen Sinn mehr. Ist immer noch dann weiter. Was zur Hölle? Was darf denn hier nicht rein? Ceros? Mal gucken. Delta. Oder ist das Pokémon nicht Standard? Kann möglich sein. Serpi. Das Evo-Serp gehört nicht. Wie doof ist das denn? Ernsthaft? Okay. Okay, das ist Standard. Serp. Doch, Evo-Serp, okay. Serp. So, was ist hier das Problem? Ich will das jetzt als Standard mal nehmen. Standard. Ich gehe davon aus, sagt Ceros.
nicht dabei ist, ja. Spezialenergie. Ich würde sagen, wir tauschen Xeros dann aus. Und guck mal, was ich so. Hab ich hier doch. Weltgebläse. Ausrüstung und Stadionkarten. Ich würde sagen, nehmen wir das. Jetzt gucke ich mal noch, was fehlt. Ist das jetzt standardfähig? Immer noch nicht. Okay. Ah. Was ist nicht Standard? AZ glaube ich schon. Wahlband auf jeden Fall. Dann gucken wir jetzt mal. Erweitert Standard. So. Brief ist Ball. Weiß ich jetzt nicht. Was? Achso. Das Kampffahnder ist mit Revitalisierer aus. Auch Timer ist auch drin. Post auch drin. Wald auch drin. Wo ist denn der jetzt? Angler? Er ist auch dran. Ja, dann Delus. Hera? Auch dran. Atan? Wann? Alband ist auch drin. Energie? Oder Shaman nicht? Warte mal. Shaman. Ne, Shaman ist noch standardfähig. Was ist denn hier bitte falsch? Kampf. Kampf haben das auch noch drin. Super. Super Angel. Angel ist auch drin. Rennerpost auch, Wald auch. Alles ist in einem Standard drin. N. Platan. Aber was zur Hölle? Ach mir nicht, die Energie ist nicht standardtauglich. Das ergibt ja keinen Sinn. Keine Ahnung, wenn ja, dann ist es echt lachhaft. Was ist denn für eine hier? Ahnung. Im 2012. Das ist eigentlich die Dinge jetzt hier. Mal die jetzt einfach mal. Speichern. Was zur Hölle? Hä? Was ist denn bitte hier nicht standardfähig? Ich habe doch alles nachgeprüft. Ich raff das nicht. Feldgebläse ist standardfähig, also nochmal. Dann doch extra hier auf erweitert Standard genommen. Feld. Ja, Feldgebläse ist drin. Ich habe doch alles jetzt überprüft, alles war drin. Und trotzdem sagt er mir hier nö. Es ist nicht im Standard erlaubt. Warum auch immer. Warte mal, AZ. Den habe ich noch nicht überprüft. AZ. Du bist nicht erlaubt im Standard. Nimm einfach. AZ, du bist nicht im Standard erlaubt. Wie heißt das denn hier nochmal? Rück. Ja, klar, mit einem Plus.
Okay. Haben wir es irgendwie nicht beendet? Okay, das war das. Rückerstattung, Rück. Wie heißt das denn hier jetzt? Itemkarte. Okay, warte mal. War das hier auch Dingens? Rückzieher oder so, war das, ne? Oder wie heißt das? Super Anziehungskraft. Das war das, aber das ist auch nicht erlaubt. Okay. Super. Okay, damit kann ich das schon mal vergessen. Was nehme ich stattdessen rein? Vielleicht ein Laubgebläse mehr. Oder vielleicht ein Brief mehr. Könnte mir noch mit Hyperbälle nützlich sein. Mano. Machen wir das so. Jetzt müssen. Okay, AZ. AZ. Jetzt ist es Standard. So, jetzt machen wir. Spielen wir das mal in Standard-Modus. So. Ah, okay. Die sind im Standard-Modus. GX, GX, GX. Die kommen alle nächste Woche dran. Muss ich nochmal bei den einen anderen anderen zwei GX-Decks mal gucken. Welche da nicht standardgemäß drin. Also was da nicht. Was da falsch ist. Was ich austauschen müsste. So, Sasuris Puppet. Da hat jemand zu viel Naruto geguckt. Ich glaube, ich spiele Platan. Oder ich überlege mir mit Geraldine. Hyperball zu holen. Shaman. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Der Revitalisierer. Vielleicht habe ich da noch eine Chance auf Stadionkarte. So, vier Karten. Es könnte eine Stadionkarte drin sein. Vielleicht haben wir Glück. Nein, aber hier könnte jetzt eine Stadionkarte drin sein. Bitteschön. Leider nicht. Ahnung. Warte. Damit ich das irgendwie überhaupt spiele. Joa. Mehr kann ich nicht tun. Da ich keine Stadionkarte bekommen habe. Deswegen werde ich gleich gucken, was ich ziehe und was der Gegner macht. Dann überlege ich. So, Wahlband. Trainerpost. Der bekommt. Holt sich die Karte aus dem, das, was er da gezogen hat. Und guckt erstmal, was er drin hat. Okay, Kampf. Ah, ein Quartermark-Deck. Okay. Er wirft Lili weg. Wieso hat er nicht Lili gespielt?
Also ich hätte erstmal Lilly gespielt. Okay. Sieht mir aber eher danach aus, dass ich jetzt gleich schon AO bin, wenn er jetzt mit Doppelfarblose kommt. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Nicht schlecht, jetzt hat er nochmal eine Lilly. Ich will nur noch Karten legen, um nochmal bis zu 8 Karten so eine Hand zu bekommen. Macht er aber nicht. Ich spiele trotzdem Platan. Wir holen uns aber ein Pokémon wieder. Wir können trotzdem schon mal und hoffen, dass die Paralyse durchkommt. Für den Platan. Okay, wir bekommen Wald. Wickeln. Ich würde sagen, wir rüsten tatsächlich das Shaman aus. Guck mal, ob ich noch Hyperball kriege. Zweites Shaman zu holen. Brief. Doppelenergie und. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Superangel ich hatte. 2. Und mir das zweite Charmion herbei. Sage aber trotzdem jetzt. Hier unten gebe ich das an, damit ich irgendwas habe und ziehe noch Karten. Ja, okay, wir entwickeln aber trotzdem. Oder. Er kann nichts machen. Könnte das natürlich noch austauschen und damit ist mal das Sephiroth weg. Was habe ich denn für den nächsten Zug? Lordelis. Der war da schon mal. Vielleicht besiegt er mich jetzt gleich mit seinen Dingens. Ich benutze Einrollen. Jetzt ist die Frage, ist es schlau, nicht zu entwickeln? Er belebt zwar, aber er hat schon. Die Paralyse geht ins Luft, in die Leere und das möchte ich eigentlich nicht. Ich riskiere es. Der eine oder andere wird wieder die Outline verdrehen, aber ich möchte schon versuchen, die Fähigkeit zu aktivieren. Er könnte jetzt austauschen mit Switch oder Fluchtseil. Holt sich mit den Kampana. Denn Lilly. Okay, er hat kein N drin. Er holt sie Platan. Okay. Vielleicht hat er ein maximaler Sada. Das kann auch möglich sein. Weiteres Quartermark. Trainerpost. Dame kann er schon mal nicht spielen. Okay, der nichts mehr Gutes auf der Hand hat, hat er aufgegeben. Finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Gut, ein letztes Duell noch, weil ich halt zu lange gebraucht habe für. Das ganze bauen. Onkel Kogoron, der hat hier mal zu viel Detektiv Conan. Was ist los? Ich krieg heute voll die Anime-Figuren oder was? Und sogar Onkel Kogoron ist sogar das Deutsche, also nicht, dass der German ist.
Ja, was haben wir denn so? Wahlband, Erlings, Trainerpost. Ciana GX. Fang an, ne? Zieh eine Karte, bekommt Zephyr Royal. Okay. Das bekomme Müll. Bekomme Müll. Hol mir aber Flordelis raus. Spiele den Hyperball. Ja, Shaman. Hoffe, dass ich noch was ziehen kann. Bei Karten. Besser als... Ach, komm schon! Versuchen wir das Ganze noch einmal. Revitalisiere einen weg. Shaman. Und noch eine Runde. Ach komm schon! Was soll der Mist denn jetzt? Keine Stadionkarte bekommen. Schade! Kein N kommt. Was haben wir denn hier? Geraldine. Okay, wir werden jetzt gleich Geraldine spielen. Wir werden schon mal die Stadionkarte wegblasen, so gesehen. Er zieht eine Karte. Timer Ball. Immerhin ein. Okay, dann haben wir schon mal Evo Serb. Könnte auch Flordelis. So, Geraldine. Stadionkarte. Warte, glaube ich, mit der Pokémon-Ausrüstung. Spielen Sie. Wickeln. Und werden aber trotzdem jetzt schon mal das Cosmog erledigen. Gibt mir natürlich hier noch ein Evo-Serb, ne? Indige gibt jetzt auf. Gut, Sieg für mich. Sieg für mich. Was soll ich dazu sagen? Der Gegner hat aufgegeben und ich bekomme sogar noch... Wow, ich krieg sogar noch, ganz hin. Feufeu. Ja, Feufeu. Können wir gut für nächste Woche gut gebrauchen. So, wir haben 600 Coins. Dann... werde ich mir im Shop mir das letzte hier noch holen von diesen Calamanero, dann habe ich 3 Stück davon und dann schauen wir mal, ob ich damit nicht so ein Schwall-Deck bauen kann. Und
erstmal gucken, ob er stand oder so. Ich überleg's mir gleich. Davon habe ich zwei. Mal gucken. Vielleicht ein neueres Calamanero-Deck. Also Art Troll. Ich muss mal schauen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann!